Meidet diese Personen. Diese Personen sind nicht gut für euch. Sie könnten Sadisten sein oder im Falle einer Frau, sie könnte eine Domina sein. Sie halten keine Vereinbarung ein und sie sind nie pünktlich. Sie haben keine Wertschätzung für dich. Sie sind nicht telefonisch erreichbar, wenn du sie erreichen willst, aber sie hatten es doch mit dir vereinbart. Ihre Lust steigern diese Person dadurch, dass sie wissen, wie es in dir die Wut anstachelt, aber du nichts gegen sie unternehmen kannst, denn du bist zivilisiert. Und es kann auch sein, dass diese Personen sehr gerne streiten und ihre Gesprächspartner gerne provozieren und ärgern. Und auch dort steigert es ihre Lust und ihre Freude, dich so hilflos vor ihnen stehen zu sehen. Sie lassen dich auch gerne auf sie warten. Sie sind nicht nur sadistisch veranlagt, sie sind dann oft auch Machtmenschen, die dich manipulieren wollen und die ihren Willen bei dir immer durchsetzen wollen. Sie wollen auch über dich bestimmen. Ihre sadistische Ader, die will dich hilflos und klein vor ihnen sehen und sie wollen dich verletzen und unterwerfen. Meidet unbedingt diese Personen, wenn ihr sie erkannt habt. Sie lügen dir auch noch etwas vor und sie machen dir eine Welt vor, denn du sollst sie nicht erkennen. Das, was sie sind, nämlich Sadisten und Machtmenschen, die dir nichts wirklich Gutes geben können, bei ihnen wirst du Schmerzen fühlen und das wollen sie auch so. Denn das steigert ihre Lust, andere Personen Schmerzen zuzufügen. Und sie haben es gern und empfinden Freude und Lust, wenn sie sehen, wie du von ihnen geärgert wirst und du ihnen eine hilflose oder überhaupt eine devote Reaktion zeigst. Sie lieben es, wenn sie wissen, dass du dich ärgerst und aber nichts dagegen tun kannst. Meidet diese Personen und entlarvt sie. Sie dürfen nicht andere Menschen mehr verletzen und Schmerzen zufügen.